Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Wir sind ja immer noch kräftig am... War das nicht der? Ah, der war das. Ja, wir sind noch kräftig am Erkunden. Es gibt immer noch so viel zu entdecken. Ah. Da haben wir wieder so einen. So, was haben wir? 2 plus 2 macht 4. Das heißt, wir brauchen die 6. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist dieser Salamander. Und unten haben wir 3 plus 1 macht 4. Das heißt, wir brauchen die 3. 0, 1, 2, 3. Das ist das dreiköpfige Ungeheuer da. Genau, der. Perfekt. Nochmal eine Truhe. Noch eine Truhe. Das war alles hier. War hier irgendwas? Sehr schön, das können wir öffnen. Das öffnen wir dann natürlich auch. Ein düsterer Wollschal. So, die Glocke, die müsste ich ja jetzt eigentlich damit ganz gut steuern können. Erste? Da fehlt noch eine. Rebellio. Wo ist die denn? Da. So, auch hier oben haben wir schon alles. Da war ja der Frosch, wo wir auf die andere Seite kommen. War da eine Tür, wo wir noch rein mussten? Ich weiß es gar nicht. Nee, hier war nichts Verschlossenes. Okay. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig geguckt. War ein Lichtschein. So, dann haben wir das hier ja. Soweit ich das beurteilen kann,
abgefrühstückt. Da zu der Figur würde ich auch noch gerne. Ich habe aber noch keinen Weg gefunden, aber kommt Zeit, kommt Figur, ne? Irgendwann finden wir die Wege. Ach, hier sind wir wieder. Hier sind wir wieder. Ach, das war das Bild. Ah, ja, das kenne ich ja schon. Das kennen wir ja. Brauchen noch weitere Monde. Was können wir denn noch an Aufgaben eigentlich machen? Vielleicht sollte ich da auch mal nachgucken, ne? Den Helm. Ich muss nach Hogsmeade reisen. Sirona dürfte in drei Besen zu finden sein. Sammle Trollpopel. Da haben wir 30. Kaufe eine Besenverbesserung. Der Mann hinter den Monden. 0 von 9. Das können wir gerade mal machen. Ich habe ja ein paar Monde. Dann gucke ich mal, wie viel wir jetzt schon haben. Aber ich glaube noch keine 9. Wenn ich das richtig sehe. Aber wir gucken mal. Da müssen wir zumindest, wie viel wir noch brauchen. Bis wir die nächste Stufe erreichen. Das ist ja auch schon mal viel wert, ne? Ups, Entschuldigung. Revelio. Ha. Das ist wieder die Feder. Sehr schön. Ich sagte doch, du bist sehr clever. Clever? So. Hallo, Mr. Moon. Ich habe noch mal ein paar. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ja. Ich habe tatsächlich ein paar Monde. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Wunderbar, wirklich. Bringen Sie mir ein paar mehr Monde und ich zeige Ihnen, wie Sie besser alle Humore zaubern. Okay. Ich schaue mich, wo kann ich mehr Monde finden? Wo sollte ich nach mehr Demigeist-Statuen und Monden suchen? Überall, wo ich mich normalerweise aufhalte. Woher weiß ich, wo du dich normalerweise aufhältst? Hier im Schloss, in Hogsmeade und, ob sie es glauben oder nicht, sogar in einigen umliegenden Dörfern. Okay. Ach, mein Peiniger ist wirklich gründlich. Er hält mich jetzt schon eine Ewigkeit von all meinen Verpflichtungen ab. Okay. Ich schaue mich weiter um. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe ihnen noch mehr Monde. Ich muss sie für ihren außerordentlichen Mut loben. Ja, ja. Vor allem, weil sie nur nachts gesammelt werden können. Wir sind ja eh schlaflos. 7 von 9. 2 brauche ich nur noch. Ich kann mir keine. Das ist ja mal cool. Revelio. Haben wir hier? Da hinten ist noch ein Schloss. Muss ich nur den Weg dahin finden. Nur in Anführungszeichen.
Dann müsste es doch auf der anderen Seite auch noch eine Treppe geben, oder? Das war Stufe 2, ne? Ja, okay. Hier waren wir ja schon drin. Hier haben wir die Schlösser schon geöffnet. So wir denn konnten. Da drin ist, glaube ich, noch eins. Aber das war wahrscheinlich dann auch Stufe 2, ne? Yep. Okay. Da kommen wir aber auch runter. Dann gehen wir da mal runter und gucken mal, wo es da, Entschuldigung, wo es dahin geht. Wo kamen wir da nochmal raus? Prost. Hatten wir hier auch verschlossene Türen? Nicht so aus, oder wir haben sie alle schon geöffnet. Dann gehen wir mal hier gucken. Sehr musikalische Bilder übrigens. Ach so, ne, hier bin ich ja. Da von oben bin ich ja gekommen. Dann gehen wir da lang. Revelio. Gucken wir mal. Hier ist eine Statue. Sehr schön. Ah, das ist der wieder. Und eine weitere Handbuchseite. Sehr gut. Ja, bei den Türen bin ich auch noch nicht weitergekommen. Muss ich da vielleicht... Das mit der Hand habe ich aber, glaube ich, schon probiert, oder? Aufgehen. Die schließen immer so... Also quasi schon bevor sie... Ich habe noch keine Idee, was ich da machen könnte. Okay. Keine Idee. Da oben sind noch Truhen. Sehen. Oder bin ich da nicht hingekommen? Revelio. Ich glaube, da bin ich nicht hingekommen, weil es sind auch wieder diese Türen da. Wo ich keine Idee habe, wie wir da reinkommen. Moment, hier war doch eine Tür. Ach, da ist schon wieder so eine. Ach, jetzt kommen wir doch wieder in diesen verbotenen Teil rein, ne? Jetzt weiß ich wieder genau. Ich erinnere mich. Dadurch sind wir ja das erste Mal hierher gekommen. Aber da haben wir nochmal eine Statue, sehe ich gerade.
Was war denn da oben? War da irgendwas? Ach, hier waren die... Da haben wir das übersehen. Also da konnten wir es nicht machen, wenn wir hier versteckt waren. Das Bad der Vertrauensschüler verfügt über eine Wanne in der Größe eines Swimmingpools, die mit verzauberter Seife und bunten Seifenblasen gefüllt werden kann. Sowie über ein wunderschönes Wandgemälde, das eine Meerjungfrau zeigt. Schön. Da haben wir nochmal. So, ich gehe gerade nochmal hier oben lang. Nicht, dass wir hier was Wichtiges übersehen haben. Komme ich halt noch nicht hin. Ne, dann müssen wir hier runter. Auch hier ist wieder runter der Weg unserer Wahl. Stufe 2. Hier war, glaube ich, nichts mehr Verschlossenes, oder? Ne, die Truhe haben wir auch geöffnet. Passt. Dann sind wir wieder am Anfang, ne? Du hast maßgeblich zu Duncans Ruf beigetragen. Revelio. Die Frage, gehen wir da hoch? Gab es da noch irgendwelche verschlossenen Türen? Gute Frage, nächste Frage. Oh, was macht die Hefekunststücke? Was ist denn, dass so bleibt? Was? Sei nicht albern, das lässt in ein paar Stunden nach, glaube ich. Glaubst du? Nicht unbedingt. Bei diesem Jungen hier ist es eine... Gucken wir mal, ob wir hier noch verschlossene Türen hatten. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, ob dem so war. Das haben wir gefunden. Da. Da haben wir noch. Der war das, glaube ich, oder? Und jetzt brauche ich natürlich den Kollegen hier noch. Was? So, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ah, hier gibt es doch bestimmt verschlossene Türen. Revelio. Hier gibt es einen Ping. Das heißt, hier gibt es doch bestimmt eine verschlossene Tür. Wenn ich Saatgut brauche,
Da sehe ich das Schloss. Jawohl. Sehr gut. Hat sich gelohnt, dass wir hier geguckt haben. Haben auf jeden Fall eine verschlossene Tür gefunden. Und ich denke da mal, dass wir das Ping jetzt finden. Bin ich mir relativ sicher. Rebellio. Cool. Einfach cool. Stufe 3. Wahrscheinlich dahinter, ne? Bitter. Stufe 2. Seht ihr noch irgendwas auf Stufe 1? Da haben wir doch was. Oh, Hippogreif, würde ich sagen, ne? Die Treppe, die zum Büro des Schulleiters führt, wird von einem verzauberten Wasserspeier bewacht, der nur Personen passieren lässt, die das Passwort kennen. Auch wenn es sich nur schwer vorstellen lässt, dass jemand den derzeitigen Bewohner des Büros besuchen wollen würde. Und dann haben wir hier noch wieder einen Spiegel. Lumos. Das ist hier irgendwo auf der Treppe. Da gucken wir gleich. Das muss hier irgendwo auf der Treppe sein. Würde ich sagen. Revelio. Da ist sie. Wusste ich's doch. Manchmal sind es schon ein ganz schönes Stück weg. So, noch eine Handbuchseite mehr. Revelio. Bing. Da brauche ich wohl einen Schlüssel. Würde ich mal so. Einfach behaupten. Ja, irgendwo ist hier noch ein Ping, aber da komme ich nicht hin. Okay, werden wir bestimmt auch noch mal irgendwann rausfinden. Kommt Zeit, kommt Erkenntnis. Zwei Monde brauchen wir noch. Aber jetzt ist eh Tag. Jetzt können wir, wenn wir wissen, wo sie sind und sie dann später vielleicht auch mal wiederfinden, könnten wir das Ganze natürlich dann auch noch. Aber erstmal müssen wir überhaupt welche finden. Revelio. Überall, wo er sich aufhält, ja. Ich weiß doch nicht, wo er sich aufhält. Die Trollrüstung. So, jetzt haben wir zumindest schon mal wieder ein bisschen mehr erfahren. Revelio.
Gehen wir nochmal weiter hoch und gucken, ob da was war. Nö. Offensichtlich nicht. Da sind wir ja gerade hergekommen, genau. Deswegen gehen wir hier wieder runter. Guck mal, wo wir noch weiter erkunden können. Ich weiß gar nicht, ob man zu schnell sein kann, dass man da runterfällt. Ich habe aber auch nicht vor, das zu testen. Man muss nicht alles testen. Rebellion. So. Zum Raum der Wünsche müssten wir auch nochmal wieder, ne? Kommen wir da hier hin? Ich weiß es gerade gar nicht. Rebellion. Ah, hier kommen wir in. In unseren Bereich gab es ja eigentlich auch verschlossene Dinge. Da haben wir die Truhe. Stufe 2. Da ist auch noch eine mit Schloss. Die können wir aufschließen. Alohomora. Dann machen wir das. Grüner Schal mit Efeu-Muster. Wo kamen wir hier nochmal hin? Oh. Ein weiterer Bereich, den wir neu entdecken. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Rebellion. Ist hier einfach nur die Aussicht? Oh, von hier aus könnten wir auf jeden Fall starten, ne? Schön. Aussicht ist schon Wahnsinn, ne? Rebellion. Auch wenn es hier offensichtlich nichts zum Abstauben gibt. Macht aber ja nichts. So, Raum der Wünsche wollte ich eigentlich hin. Darüber. Kann ich doch auch bestimmt rüberfliegen, oder? Upsala.
Achso, ne, ich kann nicht fliegen hier. Ich dachte, ich könnte. Hier geht's. Ich weiß nicht, ob das ein Bug oder das so sein soll. Professor Ronans Büro. Revelio. Ich höre hier einen Ping. Hä? Wo ist denn das? Ach, hier waren wir schon. Da kam ich nicht rein. Genau, das war das. Okay. Okay. So, dann gehen wir noch gerade in den Raum der Wünsche. Da haben wir noch ein paar Kleidungsstücke, die wir aufdecken können. Das machen wir jetzt noch. Und danach beenden wir dann auch die Folge. Dann kann ich auch gerade noch ein paar Sachen abstauben. Im Raum der Wünsche. So. Pflanzen sind jetzt alle wieder fertig. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauchten Tränke sein. Danke. Upsa. Da wollte ich nicht hin. So, und die Dünger nehmen wir auch gerade mit. Drei solche Düngestationen können wir haben. Na. Ich weiß nicht, gar nicht, ob die dann schneller wachsen. Aber irgendein Vorteil muss das hier haben. Sind ertragreicher. Okay. Ertragreicher. So, da müssen wir noch hin. Hellbraunes Reitergewand. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall besser als das, was wir haben. Da haben wir den Handschuh. Der ist schlechter. Der ist auch schlechter. Da brauchen wir Stufe 28. Ja, da haben wir gerade die beste Variante schon. Da haben wir die Masken. Die sind aber auch deutlich schlechter. Hüte haben wir die neu. Die sind aber auch deutlich schlechter. Schal haben wir auch einige neue. Aber die sind auch schlechter als die, die wir haben. Die Umhänge genauso, aber die können wir halt schön verkaufen auf jeden Fall. Da haben wir aber was Besseres. Stufe 70 ist das, was wir aktuell haben. Und da kommen wir auf 83. Sehr schön. Ich würde aber gerne was anderes. Optisch. Wie gesagt, ich mag es, wenn sie Rock oder sowas trägt. Das können wir eigentlich auch anziehen. So. Was haben wir hier eigentlich noch? Hier haben wir Neues.
Handbuchseiten. Belohnung abholen. Ein Erscheinungsbild haben wir gekriegt. Okay. Was haben wir noch Neues? Inventar. Da haben wir... Und hier haben wir neue Seiten gefunden. Da haben wir noch Neues. Das ist immer meist nicht so spannend. Da wäre schön, wenn man einfach sagen könnte... Gesehen. Was haben wir da noch? Achso, da haben wir den Inhaber des leerstehenden Geschäfts. Genau, da haben wir noch die Tasse. Da haben wir die Seite, die Seite. Das ist im Prinzip das, dass man, falls man es nicht gesehen hat, dass man das nochmal wiederholen kann. Ist ja so gesehen auch nicht verkehrt. Ne? Den Hippogreif haben wir kennengelernt. Den Dodo. Oder direkt. Dirkival heißt der. Plumpe, flauschige Vögel, die nicht fliegen können. Sie haben die einzigartige Fähigkeit zu verschwinden und wieder aufzutauchen, um einer Gefahr zu entgehen. Die Muggel kannten diese Vögel einst und nannten sie Dodos. Die Muggel glauben jedoch heute, dass sie ausgestorben sind. Ja. Wie ich die freischalte, weiß ich noch nicht, aber das lerne ich bestimmt noch. Da haben wir doch die Station. Dungkomposter. Genau, eine Kiste mit Spielzeug und Tierwesenfütterer. Tierwesen, achso, das ist gar nicht für den Raum der Wünsche. Doch. Tierwesenfütterer. Und Kiste. Das heißt, die müsste ich doch eigentlich hier haben. Haben wir noch was übersehen? Ach, hier unten, genau. Da haben wir ja auch noch neue Dinge. So, da haben wir auch noch was. Hä? Ist das weiter unten? Da. Erheblicher erhöhter Zauberschaden während versteckt durch Desillusionierung. So. Schweres Wort. So, dann haben wir das auch alles. Ja, dann sind wir hier durch. Ja, dann würde ich sagen, gucke ich gerade nochmal wegen meinem Tierfütterer. Der müsste dann doch tatsächlich hier drin sein. Wand. Bilder. Teppich, Möbel. Da habe ich nur das da. Gotischer Schreibtisch, Schrank. Das sind die verschiedenen Schränke. Fällt das unter Deko? Nö. Definitiv nicht. Statuen sind es auch nicht. Tische auch nicht. Wo finde ich die Tierwesen-Dinger? Ich weiß es nicht. Echt keine Ahnung. Hier war es ja auch nirgends drin. Tja, ist und bleibt mir ein Rätsel. Okay, ja, dann beenden wir die Folge an dieser Stelle. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, ich sag danke. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.